wir sind gerade zurück. Ihr habt gesehen, ich habe Brötchenteig gemacht und die sind echt schön geworden. Das ist ein neues Rezept von Chefkoch. Sehen die nicht toll aus? Wow, jetzt muss ich die halt backen. Der Backofen heizt gerade vor. Ich habe die halt vorbereitet und dann sind wir zur Hundewiese gefahren. Es ist Sonntag heute und ja, wir haben halt gemerkt, wenn wir ganz früh zur Hundewiese gehen, dann ist da niemand anders und dann kann der Smurfy da halt richtig schön rennen. Und ja, es läuft super und das haben wir uns vorgenommen, machen wir jetzt wieder öfter. Ja, der Bernd ist jetzt noch mal kurz weg und ich werde uns jetzt erstmal schön unsere Sonntagsbrötchen backen und dann ja, starten wir ganz entspannt in diesen Tag. Ich muss die Küche aufräumen. Ich habe gestern in dem Vlog, habe ich euch gezeigt, ich habe meinen Sauerteig wieder angefüttert. Ihr habt mir ganz viele Namensvorschläge geschrieben. Ein Sauerteig, also die, die sich auskennen, da nimmt man immer wieder was von ab. Ihr seht, der ist ganz fluffig jetzt hier, der Teig. Und ja, die 200 Gramm, die ich gleich abnehme, die bleiben dann im Kühlschrank fürs nächste Mal Brot backen. Und so geht das immer weiter. Also der Sauerteig bleibt bei einem. Und deswegen geben viele Menschen dem Sauerteig einen Namen. Und ich habe nach Namen gesucht. Und ihr habt mir Tipps geschrieben. Und jetzt wollte ich mal schauen und dann entscheiden wir. Renate schreibt, ich habe irgendwie den Eindruck, Sauerteig ist männlich, Helmut. Biene schreibt, Hermine, Gertrud für männlich und dann also gleich Gary als Abkürzung. Horst, was haben wir noch? Bernd das Brot, ja, das passt richtig gut, ne? Hat Maika geschrieben, habe ich auch schon gesagt, Bernd das Brot, das wird gut passen. Wie wäre es mit Harry? Ja, Hannelore. Schreibt die Nicole. Fritz, auch ein schöner Name für einen Sauerteig. Und die Bettina schreibt, warum eigentlich immer männliche Namen? Wie wäre es mit Jette? Also mir gefällt am besten Bernd das Brot. Aber der Bernd mag das nicht so, weil halt natürlich wurde er ab und zu geärgert. Früher. Mal gucken, vielleicht kann ich darüber reden. Ja, mal schauen. So, jetzt heizt der Backofen vor und ich muss da Wasser mit reinmachen. Achso, Moment. Und ich wollte euch das Rezept zeigen für alle, die das nachbacken möchten. Obwohl ich noch nicht weiß, ob es schmeckt. Aber die sahen so toll aus und die haben gute Bewertungen. Also so sieht das aus. Sieht man das? Die sehen echt cool aus. Gebacken. Und ich habe jetzt auch welche mit Sesam gemacht, aber man sieht ja, man kann das auch variieren. Und die heißen schnelle Brötchen nebenbei am Morgen von Chefkoch. Ja, und das Einzige, was ich geändert habe, ist, dass ich anstatt Milch Mandelmilch genommen habe und anstatt Butter halt Margarine. Die Brötchen müssen wir gleich mal testen. Die glänzen jetzt nicht so wie vom Bäcker, aber sehen ja wohl gut aus. Und Bernd, schneide ich jetzt unser Toastbrot von gestern. Geht nicht. Muss ich andersrum legen, ja. Die sind so okay, oder? Mach so, so ist das am meisten. Ja. Und zum Toasten können wir die ja dann durchschneiden. Ja, das ist super. Alles schon schneiden, oder? Ja, dann packen wir es in eine Tüte. Sonst ist ja jedes Mal alles dreckig. So, möchtest du die einmal hier in die Schüssel machen, unsere super Hornbrötchen? Knusprig sind die aber nicht, oder? Nein. Nein? War heiß. Hm. Reicht das erstmal, oder? Und das wieder abkühlen. Wurst und alles? Ist hier. Beispiel. Käse. Fleischwurst ist hier, Käse ist hier. Wir haben halt keinen Teller mehr. Butter ist hier. Die sind echt heiß. Aber ausbaufähig. Ja, wenn wir morgen dann die Wassersprühflasche haben. Vielleicht heißer. Heißer und ein, zwei Minütchen länger. Das Blech vielleicht unten noch heiß werden lassen. Ja, ne? Da
Das testen wir. So sieht es jetzt aus, aufgeschnitten aus. Aber da steht im Rezept 12 bis 16 Minuten backen. Mhm. Und wir haben 12 jetzt gebacken. Okay. Dann können wir die ja nach 12 Minuten zudecken. Ja. Und von der Bräunung finde ich die gut. Sollen wir die nochmal anmachen, die Seiten da drin? Ja, können wir machen. Und warte schon, ne? Da. Zack. Hast du geschafft von der Hundewiese? Ja. Guck mal, schön hier ein Film, ne? Der heißt Red Sparrow, Bernd. Der Film, den wir gucken wollten. Wo wir reinschauen. Unseren schönen Chill-Sonntag, ne? Jo. Ihr sagt, fressen wir lieber, als wir sagen, an die Schule. Er ist schon müde jetzt, geschafft vom Wetzen und Toben, ne? Schön gefressen. Red Sparrow. Red Sparrow, ja. Doppel-T, ne? Genau, Doppel-T. Ja, Red Sparrow. Yes, genau. Wir haben, wie hieß der Film? Red Sparrow, ne? Da waren wir stehen geblieben mit dem Vlog. Dass wir den jetzt gucken. Der war auch super, den haben wir aber schon mal gesehen, aber der ist sehr gut und zu empfehlen. Und danach haben wir noch einen Film angefangen, Inside Man, ne, mit Denzel Washington. Ja. Ja. Der war auch gut, aber dann bin ich eingeschlafen. Und dann hat Bernd Walking Dead weiter geguckt. Und jetzt läuft Fußball. Halbzeit. Und Bernd ist in der Küche. Und ihr seht ihn nicht, ihr seht nur Tannenbaum. Er macht gerade, wie heißt das? Ups, genau, Schmortzwiebeln und Backofenkartoffeln Vorbereitung, denn heute gibt es Burger bei uns wieder. Unsere heißgeliebten Burger. Und ja, er bereitet vor, dann gucken wir Fußball zu Ende, oder eher gesagt, Bernd guckt Fußball zu Ende. Und ich schneide das Video von gestern, das habe ich noch nicht gemacht, weil wir heute Morgen auf der Hundewiese waren. Worüber Smurfy sehr dankbar ist. Ne, Martin? Ist müde, richtig ausgepowert. War auch richtig schön morgens dann. Ne? Meinst du im Sommer, wenn wir da, weiß ich nicht, um 7 Uhr gehen oder so, ist dann auch noch leerer? Keine Ahnung. Bestimmt, dann schlafen viele noch. Ja, aber wenn das so voll ist, dann ist es immer so wuselig und dann sind da auch nicht so sozialverträgliche Hunde, aber so ist das echt schön. Hole ich euch zum Burger zurück, wenn wir den fertig gestaltet haben, den Riesenburger gleich. Jetzt habe ich tatsächlich vergessen, euch die Burger zu zeigen. Wir waren dann so hungrig. Aber egal, ihr habt die ja schon ganz oft gesehen hier bei uns. Und jetzt werde ich meinen guten Vorsatz versuchen einzuhalten und die Küche aufzuräumen. Also, hier haben wir gegessen. Das darf ich alles aufräumen. Dann haben wir hier unser Brot. Ist jetzt im Ofen. Das dauert aber noch 40 Minuten. Und hier aufräumen. Tada! Bernd und Calvino sind jetzt nochmal mit dem Smurfy rausgegangen. Und ich habe die ganze Zeit so Wehen wieder. Und dann sagt der Bernd, ja, lass doch die Küche jetzt, ne, ist doch egal, komm, ich mach das oder ich mach das morgen früh. Oder also ich soll das morgen früh machen oder er macht das jetzt oder wie auch immer. Und ich so, nein, ich muss das jetzt selber machen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe das Bedürfnis, so, ich habe Hummeln im Hintern. Ich muss das fertig kriegen, dass wenn was ist, ne, wenn wir schnell weg müssen, glaube ich zwar nicht, dass das so plötzlich und schnell geht, dass wir weg müssen, aber keine Ahnung, ich habe irgendwie so, ich möchte es jetzt fertig haben. Und genauso wie die Wäsche muss ich noch falten, dass wenn hier wirklich mal jemand spontan reinkommt, heute Nacht oder so, dass wenn wir halt ins Geburtshaus fahren, dass es hier wenigstens einigermaßen ordentlich ist, möchte ich das gerne fertig haben. Und heute ist es so, ist das jetzt Nestortrieb oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich möchte es einfach fertig haben. Und wenn ich halt eine Wehe habe, dann, ja, entweder halte ich kurz inne oder ich mache einfach weiter, je nach Intensität. Allerdings habe ich jetzt nicht gemessen oder so. Die sind auch nicht so schlimm. Also es sind jetzt keine Geburtswehen. Es sind einfach so stärkere Übungswehen oder so. Ja, weiß ich auch nicht, woher das jetzt kommt, dass ich so unbedingt alles fertig haben möchte.
Ja, ich würde am liebsten heute noch alles abschmücken. Hier Weihnachtsbaum und so, aber ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr. Das mache ich morgen. Ich habe mir einen Plan für nächste Woche gemacht, dass ich einen Tag, also morgen wird alles abgeschmückt, übermorgen werden hier unten die Fenster geputzt, dann einen Tag oben die Fenster und so, jeden Tag ein bisschen was, einmal noch große Reine machen hier und dann ist es bestimmt soweit. Wir haben ja normalerweise hier einen Schrank, wo der Backofen dann höher ist. Also der wird ja dann so bis hier oben irgendwo gehen, der Schrank. Und hier wäre dann zu. Und diese ganzen Öle und Weine und so wären normalerweise in diesem Schrank drin, der ja hoffentlich bald kommt. Aber dadurch, dass die hier stehen, neben dem Herd, schaut euch das mal an, wie die immer zusiffen. Das ist doch total doof und ekelig. Ne? Ich meine, das geht jetzt, weil ich weiß ja, es wird nicht ewig dauern. Aber schön ist anders, ne? Ich habe uns jetzt einen frischen Minztee gemacht. Dazu haben wir immer oder oft meistens so eine Minzepflanze. Die hier ist das jetzt. Die ist aus dem Kaufland. Wir hatten die auch schon mal von woanders. Und die letzte musste ich tatsächlich wegschmeißen, weil da waren so Blattläuse oder so unten drunter. Und jetzt haben wir halt eine frische letztes Jahr noch gekauft. Und das ist richtig lecker. Versucht das mal. Das schmeckt im Winter halt warm total lecker als Tee. Wir machen da immer ein bisschen Zucker dran. Und im Sommer schmeckt das auch kalt mit Eiswürfel. Ist total erfrischend. Den gibt es gleich, wenn ich die Wäsche fertig habe. Die Küche ist jetzt nämlich soweit fertig. Die Fritteuse muss noch wieder in HWR. Aber die Küche, ja, sieht wieder einigermaßen aus. Der Tisch ist auch abgeräumt. Morgen kommt das ganze Gebimsel ja auch weg. Ein lachendes, ein weinendes Auge. Und schaut mal unser Brot. Das ist wieder dieses Roggenbrot. Diesmal habe ich da Kürbiskerne mit reingemacht und Leinsamen. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera. Ja, und das kühlt jetzt aus. Es ist noch ganz warm. Und morgen können wir das schneiden. Hier mit der Brotschneidemaschine. Die haben wir extra stehen gelassen, weil wir unser Toastbrot damit geschnitten haben. Jetzt bin ich so außer Puste irgendwie. Ich probiere jetzt mal den Tee. Mhm. Jetzt sehe ich das hier auf der Kamera. Dieser Muttermal hier. Den sieht man normal nicht. Entweder ist der Pony davor oder ich habe halt Augenbrauen gemalt, aber der ist irgendwie so dunkel geworden. Und ich hatte im November oder so einen Termin beim Hautarzt. Ich gehe ja einmal im Jahr zur Hautärztin und den habe ich aber abgesagt, weil ich Angst hatte, weil bei mir finden die immer Muttermale, die raus müssen. Und ja, ich habe halt gedacht, wenn die jetzt einen finden, dann können die den bestimmt nicht entfernen, weil ich ja halt hochschwanger bin. Und dann, ja, hätte ich halt so, oh mein Gott, ich habe da Muttermal, der eventuell was ist und der muss weg. Und deswegen habe ich den abgesagt und gehe ich nächstes Jahr hin. Ich weiß nicht, der hat sich irgendwie verändert hier, der Muttermal. Eine Augenbraue, ey, dann habe ich hier bestimmt eine Narbe. Ich habe ja mehrere Narben schon. Und wenn ich so eine Narbe hier habe, das ist schon echt heftig, ne? Ich glaube, dann gehe ich zum Chirurgen und lasse den wegmachen, nicht beim Hautarzt. Schon genug Narben im Gesicht. So, jetzt kann der Tee abkühlen und ich gehe in HWR weiterarbeiten. Wir haben, 19.10 Uhr, das geht ja noch. So, da, hier sieht's aus. Die Wäsche muss ich jetzt falten. Und hier ist noch Kochwäsche in der Waschmaschine, die muss ich auch falten. Und das sind die Decken vom Sofa. Die sind schon gewaschen, die lege ich an die Seite, dass wenn es losgeht, dass ich die frischen Decken aufs Sofa machen kann. Und die, die jetzt da liegen, die schmeiße ich dann noch eben rein. So. Also, ich habe soweit alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und ich glaube wirklich, das ist Nestbautrieb. Und dann hatte ich das Bedürfnis, ich habe ja sonst immer strähnende Haare und ich hatte schon voll den Ansatz, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und ich hatte das Bedürfnis, mir vor der Geburt noch die Haare zu färben. Keine Ahnung warum, ich habe gedacht,
wenn die dann da ist, dann stille ich viel und liege viel und dann kann ich nicht Haare färben. Und dann habe ich gedacht, weil die so fleckig waren ab und zu von den Strähnen, weil ich das so schnell gemacht habe, machst du den ganzen Ansatz. Also so richtig Ansatz färben. Und jetzt ist er richtig hell geworden. Und hier vorne ist immer noch fleckig. Und hier auch. Und das richtige Ausmaß wird man morgen erst sehen, wenn Tageslicht ist. Und meine Freundin sagt, bloß nicht jetzt dunkel drüber färben, dann werden die grün. Und die Friseure sind ja alle zurzeit. Egal. Also morgen werde ich ein paar helle Strähnen hier noch reinziehen. In der Hoffnung, dass es besser wird. Ja. Mal schauen. Also erst habe ich mich richtig erschrocken, als ich im Spiegel geguckt habe. Ja, ich wahrscheinlich auch. Aber wenn es so dunkel ist, so duster, dann geht es eigentlich noch etwas. Naja, egal. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich habe immer noch leichte Wehen, aber nicht so schlimm. Nichts Ernstes. Es geht noch nicht los. Ich denke, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.